Da sind wir wieder, zurück bei Gasgasslers mit Ralfinger LP. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Runde, naja, dritter Platz, ihr wisst selbst, es ist schwer. Aber was zur Hölle, ohne viele Worte zu verlieren und die Karre wechseln wir auch nicht, alles andere war ja schlechter, fahren wir doch noch einmal hier Uncle Chimbos Trail. Sind wir im letzten Let's Play auch schon gefahren, da habe ich euch erzählt, dass wir früher auf der Terrasse abgehangen sind und so, aber leider gibt es ja den Onkel Chimbo nicht mehr, deswegen rasen wir jetzt durch seinen Garten. Das mit dem Controller hat ganz gut hingehauen. Ich habe euch im letzten Part erzählt, ich habe meinen PS3-Controller an den PC angeschlossen. Funktioniert wunderbar und werde ich in Zukunft bei allen Spielen benutzen, solange das Spiel den Controller natürlich erkennt. Ansonsten bin ich an die Tastatur gebunden. Ich sehe es nämlich nicht wirklich so ein, mir jetzt noch einen neuen Controller zu kaufen. Und die von der PS3 waren ja auch nicht gerade billig. Kosten ja bestimmt auch so 30, 35 Euro irgendwas. Habe ich ja mal ausgegeben dafür, deswegen brauche ich jetzt nicht noch extra einen Controller. So, überspringen wir mal das Intro und die Strecke haben wir beim letzten Let's Player schon ergiebig erprobt. Jetzt weiß ich auch, wo jeder einzelne Kakteen steht, um den Boost rauszuholen, der mir fehlt. Und zwar fahren wir mal gleich hier diesen Kaktus um und benutzen nochmal den Boost und fahren diesen Kaktus um und fahren nicht gegen den Felsen, was ganz praktisch wäre. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, ich hätte mehr davon erhofft, wahrscheinlich auch wegen der Aktion mit dem Baum. Mit dem Stein, wo ich fast dagegen gefahren wäre, wäre ich mal lieber auf der Strecke geblieben. Aber gut, alles mal ausprobieren. Jetzt hat hier schon mal jemand den Kaktus platt gefahren. Das hätte mal meiner sein sollen. Okay, das Schild nehmen wir mit, gibt ein bisschen Boost. Den Kaktus nehmen wir mit, gibt ein bisschen Boost. Kaktus Nummer 2. Oh, schade. Ich dachte, den kriege ich. Und wir holzen natürlich gleich auf den ersten Gegner, der vor uns ist. Sobald wir hier aus der Ballerzone raus sind. Oh, jetzt habe ich den Kaktus umgeschossen. Ey, dieser Raketentyp hier. Den muss ich doch jetzt mal erwischen hier. Ey, das ist der Hammer. Die Raketen machen mich noch kirre. Aber ein bisschen Boost haben wir, können wir wieder aufholen. Schauen wir mal, nehmen wir hier noch einen Kaktus mit. Oh, den wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Ging mal ein bisschen in die Hose. Geld einsammeln. Ah, shit, haben wir nicht gekriegt. Okay, dafür sehe ich hier einen Kaktus, den ich gekonnt umfahren habe. Ja, den kriegen wir zumindest. Und wieder Dauerfeuermodus. Da sind so viele vor mir, da muss ich doch irgendeinen treffen. Und ich habe ja auch ordentlich Munition im Gepäck. Hab gerade auch wieder Munition bekommen. Alles klar, den haben wir gerade noch von den Rädern geholt. Das sehe ich doch immer gerne. Wenn man die so von der Seite anschießt, haben die nämlich gar keine Chance, ihr Auto noch zu kontrollieren. Oder einfach mal von hinten eine Salve in den Kofferraum. Oder wieder von der Seite. Ah! Ich gebe auch kein Gas mehr hier. Was ist da los? Was ist da los mit dem Auto? Was ist da los? Auf jeden Fall hat den gerade eine Rakete echt übelst erwischt hier und hier liegen lauter Minen. Los weg hier. Los weg hier. Okay, wir haben Nitro. Gutes Zeichen für bloß weg hier ist Nitro nutzen. Okay, okay, okay. Und Gas geben, und Gas geben. Wir sind auf dem 4. Rang. Noch nicht in den Punkten. Den Kaktus haben wir wieder nicht erwischt. Dann nehmen wir mal, ah, den auch nicht. Juhu, einer. Ein Kaktus. Ich habe wieder Bedenken, dass hier hinter mir irgendeine Raketen schießt. Ah, und ich den genau ins Heck fahre hier. Und dadurch natürlich meinen Platz verliere auf den vorletzten. Ah. Also, wenn ihr die Chance habt, mal ladet euch mal die Demo runter und spielt das Spiel mal. Ihr werdet auch echt euren Spaß damit haben, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Das ist die pure Katastrophe. Das Spiel ist so heidenschwer. Aber ich will mich nicht beschweren. Es macht auch einen Spaß. Hau jetzt ab. Aber jetzt fahre ich natürlich direkt auf den drauf. Oh, gib Gas. Danke. Okay, das war doch mal nett. Da hat er mich hier angeschubst. Das fand ich ja mal nett. Und Öl auf die Strecke. Und noch mehr Öl auf die Strecke. Und Feuer. Komm, den muss ich doch jetzt platt schießen. Ich habe Boost und benutze ihn nicht.
fatal. Minen, 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 Minen. Repair, ich brauche Repair. Ich glaube auch, ich bin so schlecht oder so weit hinten. Ah, den Booster. Ich habe den Boost gekriegt. Ich habe den Boost gekriegt. Ich bin so weit hinten, weil ich so gedamaged bin, weil mein Auto so im Sack ist. Der Typ hier vor mir, der Renault-Fahrer, ja? Der hat ja den Raketenwerfer, aber der kann ihn nach hinten schießen. Einzige Manko an diesem Raketenwerfer. Weil da ist er jetzt mir ausgeliefert und ja, ich dachte schon, ich krieg den nie tot, ey. Das gibt auch gleich mal ordentlich Bonus hier, wie ich sehe. Nitro-Bonus. Wenn ich hier einen vom Feld räume. Ah, warum fahre ich denn immer dagegen? Warum fahre ich denn immer dagegen? Okay, dritte von vierte Runde, ja. Und 3 von 4, vorletzte Runde. Okay, sehe ich da schon wieder Raketen an mir vorbeifliegen? Ja, ich sehe schon wieder Raketen an mir vorbeifliegen. Wir legen mal für den Kollegen hinter mir ein bisschen Öl. Und schießen mal zurück. Hoffe, das bringt irgendwas. Double Damage habe ich hier. Den muss ich doch platt kriegen, oder? Ich habe doch jetzt schon 80 Salben auf den gehauen, oder? Hier mit meiner Double Damage. Naja, immerhin. Noch ein Kill-Bonus. Das funktioniert ganz gut mit dem Killen. Sehe ich gerade. Okay. Den sollten wir auch noch aus der Bahn räumen können hier. Ja, den haben wir aus der Bahn gedrängt. Dritter Platz, da war ich doch schon mal. Okay, jetzt bloß nicht drauf fahren. Alles klar. Der hat wieder Raketen, das gefällt mir gar nicht. Okay, Repair Kit, schießen wir mal nach hinten. Munition einsammeln, gut, haben wir. Okay. Ich glaube, hier ist schon wieder Start und Ziel und ich hätte den da mal ein bisschen abschießen sollen, aber das habe ich nicht gemacht und deswegen ist er Erster und ich bin Zweiter. Scheiße. Zwei Kills, zwei Punkte, 2400 Dollar und 785 Dollar Bonus. Soll ich die jetzt nochmal zum dritten Mal fahren, die Strecke? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal zu einem Knockout Race, weil das mit dem Killen habe ich ja langsam ganz gut drauf, so wie es aussieht. Punkte habe ich wieder 2 gekriegt, bin auf dem dritten Rang, jetzt habe ich 7 Kills. Ich war ja vorhin schon auf dem dritten Rang. Halt, Damage war aber da 0 gestanden, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Knockout. So, Fenderbänder Cup, God's Damn Circuit. Okay, hier steht auch unten links, Red Barrels are filled with oil, destroy them to spill the oil. Also in den roten Fässern ist Öl und wenn ich die kaputt fahre, verteilt sich das Öl am Boden. Können wir mal ausprobieren, aber ich glaube, ich bin in erster Linie mal beschäftigt damit, überhaupt das Rennen in den Rängen also irgendwie abzuschließen. Schauen wir mal, wie wir uns diesmal schlagen. Und 3, 2, 1, go. 7 Runden Knockout Race. Da ist wieder die Frage, ist es sinnvoll vorzufahren? Hier seht ihr schön die Raketenwerferbewaffnung von diesem Renault. Das ist, glaube ich, die Strecke mit dieser Abkürzung hier. Also, was heißt Abkürzung? Da hat es mich eigentlich immer nur durchgehauen, wenn ich da durchgefahren bin. Naja. Ja, so viel zum Durchgehauen. Ich kann hier schön ein paar Schilder wegfahren. Es gibt wieder Nitro. Aber jetzt hier mit dieser Heckschleuder durchzufahren, das ist natürlich auch nicht leicht, aber ich versuche es trotzdem mal. Da vorne kommt gleich so eine Hardcore-Linkskurve. Die nehmen wir mal geschickt mit der Handbremse. Okay, das haben wir. Haben wir den Zaun kaputt gemacht. Kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Ich wollte gerade sagen, wir kommen wieder ganz gut runter. Jetzt bleibe ich am Ende hängen auf den letzten paar Metern. Aber gut, wir sind nicht Letzter. Immerhin. Immerhin. Oh, Mine. Böse in die Mine reingefahren.
Knockout. Da kriegt aber einer Knockout von mir, würde ich sagen. Und Boost haben wir auch ein bisschen. Und, komm. Und wir schießen wie ein Verrückter und geben ja mal Gas hier. Okay. Also irgendwie schaut es gerade so aus, als wäre mein Controller hängen geblieben. Ich schieße schon gar nicht mehr. Was ist hier passiert? Dauerfeuer, aber irgendwann habe ich... Ah, jetzt habe ich das Schild genommen. Ich wollte ein Nitro haben. Okay, mal wieder. Ihr wartet schon mal mit mir im Menü. Gucken wir mal ganz schnell. Controls. Fire Button. Nochmal drücken. Diese Taste. Achso, habe ich gar nichts geändert. Mal gucken, ob das jetzt aufgehört hat. Wenn nicht, ja, hat aufgehört. Alles klar. Wir sind auf dem letzten Platz. Hurra. Haben null Munition, weil mein Auto, sozusagen Auto-Button, gerade alles verballert hat. Aber wir haben ja geschickterweise wieder Munition aufgesammelt. Sollte uns doch wieder ein bisschen helfen. Wir fahren mal wieder hier. Die große Kohle nehmen wir mit und wollte ich sagen... Ah, ey, dieses Autorennspiel macht mich fertig. Gegen die Wand gefahren und schleiche los wie so eine Schildkröte. Ey. Okay, nicht hier runterfahren, nicht hier runterfahren. Legen wir mal den Rückwärts... Nee, Reset. Es gibt einen Reset-Button. Es gibt ja einen Reset-Button. Achso, jetzt darf ich hier wieder raus. Ich krieg gerade leichte Aggressionen gegen das Spiel, ja? Aber nur leichte. Es war mir jetzt völlig egal, dass ich durch die blauen Fässer gefahren bin und da völlig in die Wand krach. Aber langsam reicht's mir. Wozu soll ich den Minen liegen? Es ist sowieso keine Sau hinter mir. Da ist keiner. Und Öl brauche ich auch nicht legen, da ist keiner. Toll, jetzt kriege ich hier die ganzen Power-Ups, aber ich habe keinen Gegner vor mir. Bringt natürlich auch nichts. Zum Glück bekämpfen die sich ja auch, ey, sonst hätte ich ja gar keine Chance mehr. Ah, das Nitro hier. Okay, ich muss wahrscheinlich mehr Acht geben auf diese Power-Ups, wie Nitros zum Beispiel. Weil ohne die komme ich hier echt nicht weit. Schaut mal, wie ich hier um die Kurven schleiche. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie viel fahre ich denn? 60 km/h, ey. Was ist denn das für ein Autobahnraser oder was? Ich krieg da gar nichts von der Geschwindigkeit mit. Nitro. Diesmal nehmen wir Nitro. Ganz klar. Favorit Nitro. Okay, da haben wir es ordentlich eingesammelt. Jetzt fahren wir mal rechts. Da oben, das hat mir gerade echt gereicht. Und krachen nicht gegen die Wand, das ist schon mal gut. Jetzt wäre wieder ein bisschen Boost nicht schlecht. So, das hier ist der zweite Weg, glaube ich. Wo wir natürlich wieder geschickt in die Wand fahren und den Reset-Button drücken. Nein, ich fahre schon wieder da oben lang. Okay. Du weißt, wo sie lang geht. Zumindest glaubst du das. Man muss nur an sich glauben. Ja. Dann komme ich auch. Ich werde. Es ist auch so gemein. Ich werde immer so weit hinten wieder reingesetzt. Rückwärtsgang. Wohin habe ich den Rückwärtsgang? Ah, nach hinten drücken. Den benutze ich ja so oft in diesem Spiel, den Rückwärtsgang. Okay, die Fässer habe ich ja vorhin schon weggeräumt, da kann nichts mehr passieren. Zum Glück, ich kriege noch einen Landmine-Bonus. Ja. Knockout-Race. 4 Runden haben wir noch. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass ich hier hin so rummeier. Bringt ja sowieso nichts, wenn ich da vorne mitfahre, weil ich da sowieso nur drauf gehe. Sammeln wir ein bisschen Geld. Ein paar Items hier. Und hier auf der rechten Seite ist Boost. Den werden wir uns jetzt mal genehmigen. Auch wenn wir in die Leitplanke knallen. Sonst sehe ich nämlich keine Möglichkeit, hier nochmal irgendwie aufzuholen. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Und hier benutzen wir auch mal, auch wenn es nur ein bisschen war.
Aber ich sehe wieder Gegner vor mir. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und den hauen wir mal ordentlich in eine Salbe ins Heck. Jetzt hat er auch noch meinen Boost geklaut. Was war... Oh. Ich war letzter und bin als letzter in der sechsten Runde durchs Ziel und bin somit draußen aus dem Rennen. Ja, meine Freunde. Fail. Definitiver Fail. GasGaslers bringt mich ein bisschen an die Grenzen, aber nichtsdestotrotz. Wir sind ja noch im Ranking Dritter, was auch immer das zu bedeuten hat und mir das bringen mag. Danke fürs Zuschauen und das nächste Mal verspreche ich euch, werden wir wieder Erster. Okay, bis dann. Ciao.